Ich freue mich, Sie zu begrüßen zum Chefs Homeoffice Talk mit dem Christian Kuchler. Er ist ja bei uns Koch am Genussfilmfestival in Zug, und zwar am Dienstag, am 22. September. Wir freuen uns ganz besonders auf ihn. Er ist ein hochdekorierter Koch mit 18 Punkten und 2 Sternen. Das in sehr jungen Jahren noch. Herzliche Gratulation dazu und herzlich willkommen im Talk, Christian. Danke, danke. Jetzt, also ich habe schon ein paar graue Haare, also so jung bin ich nicht mehr. Ja gut, so grau wie ich bist noch nicht, nein. Also, ja, ja, also das kommt für mich schon wesentlich mehr natürlich. Genau. Ich habe das Alter nachgeschaut und weiss, dass also in diesem Alter so hohe Meriten zu haben, das ist natürlich wunderbar, aber das zeigt auch den Lebenslauf, aber darauf kommen wir noch später. Okay. Jetzt so ein Engagement an so einem Festival für dich. Du bist ja doch öfter mal an Festivals. Was heisst das für dich? Ist das Courant nochmal, ich gehe wieder mal ans Festival, oder ist man da immer noch nervös? Ich glaube, immer wenn man aus dem Haus geht, ist man immer nervös. Heisst öfters an ein Festival gehen, also normalerweise, wenn man an ein Festival geht oder an ein Treffen mit Kollegen oder so, oder irgendwo eingeladen sind, dann ist es normalerweise ein Gang, vielleicht zwei Gänge, die man machen muss, oder wo man darf machen. Da ist natürlich ein ganzes Menü. Das ist schon nochmal gerade eine andere Challenge. Dann ist die Personenanzahl ist auch relativ sportlich, sage ich jetzt mal. Und das ist schon, ich glaube, man ist immer ein bisschen nervös. Man kennt die Küche nicht so genau. Es ist nicht deine Servicebrigade. Es ist nicht dein Geschirr. Es sind nicht deine Gerätschaften. Es ist immer ein bisschen, Challenge. Oder? Aber ich brauche das gerne. Oder? Das gibt auch sicher ein bisschen Adrenalin, das finden wir natürlich super gut, dass wir das auch in dem Sinn bei dir erwirken. Jetzt, wie tut man sich vorbereiten auf so ein Catering bzw. auf so einen Auftritt? Wie viele Leute nimmst du da mit? Wie viel wird da vor Ort produziert? Wie viel tust du daheim produzieren? Das sind sicher Fragen, die sehr spannend sind. Ja, also wir produziert wird eigentlich alles im Schäfli. Also, und wie viel nehme ich mit? So viele Mitarbeiter habe ich gar nicht. Also, wir sind ja nicht das Dritte. Also, ich habe noch zwei Köche und das war's, oder? Ja, die zwei nehme ich mit und vielleicht kommt der Papi noch mit, wenn er Lust hat. Ja, und das war's dann eigentlich schon. Also, wir nehmen eigentlich alles komplett fertig mit, dass man dort nur noch eigentlich nur noch schicken oder vielleicht noch einen kleinen Finish machen, irgendwas, und dann war es das eigentlich. Also du hast eben, wie du vorher gesagt hast, du hast einen Vater, der auch schon ein sehr hoch dekorierter Koch war, in der Taverne zum Chef in Wigoldingen, wo du ja jetzt übernommen hast vor einigen Jahren. Jetzt wäre ich natürlich froh, wenn der Vater mitkämpfte, weil ich habe ihn eigentlich vorgesehen auf dem Podium mit dir zusammen, um mal so ein bisschen Vater und Sohn zu erleben. Ist das einfach, so ein Restaurant zu übernehmen, oder sind da die Erwartungshaltungen der Gäste immer noch in den Gericht vom Vater und jetzt kommt der Junge? Und das ist sehr wahrscheinlich, kann ich mir nicht ganz so einfach vorstellen in der Anfangsphase. Ja, also mein, das ist sicher riesengroße Fußstapfen gewesen, oder? Das ist klar, was meine Eltern da 32 Jahre lang aufgebaut haben, von 0 auf 18 Punkte und einen Stern rauf. Ohne Sponsor, ohne großes Hotel hinten da, ohne Mäzen, nichts, oder also alles wirklich selber erwirtschaftet. Das ist natürlich schon sicher grosse Fußstapfen gewesen. Mein Glück ist natürlich, ich bin natürlich mein Elternhaus, das heisst, ich bin in dem Restaurant aufgewachsen. Ich kenne die meisten Gäste kennen mich, seit ich hier eine kleine Wurzel bin. Und, ja, so wie jetzt meine Tochter, die dort die Beiz durchsäckelt, bin ich früher noch dort die Beiz durchsäckelt. Die Gäste haben wir immer noch. Ich bin jetzt, vor zwei Wochen haben wir das 5-jährige Jubiläum gehabt. Wir haben immer noch einen grossen Anteil an Stammgästen, auch von früher. Sagen wir, 80% unserer Gäste sind Stammgäste. Also wir leben wirklich von den Stammgästen. Und das ist schon große Challenge gewesen, ich glaube, aber wo wir sehr gut bewältigt haben. Das erste Jahr hat mein Papi noch voll mitgeschafft.
wo ich sehr froh war bei Outboom. Ob das jetzt wirtschaftliche Faktoren sind, ob das eben der Bezug zu den Stammgästen, zu seinen Stammgästen, die wir natürlich nicht haben wollen verlieren. Und man glaubt, das Schäfli so aufgleiset, dass es für alle stimmt, dass das auch für die jüngere Generation nicht stimmt. Aber wir haben immer noch eine Klassikerkarte, wo am Papi seine Klassiker immer wieder den Weg drauf findet, je nach Saison und so. Und das sind, ist noch lustig, es ist so völlig durmisch, die älteren Stammgäste nehmen die moderneren Sachen an, die Jungen sagen, oh, das ist eben da vom Papi, da würde ich jetzt mal probieren, ich nehme das im Hauptgang rein und so. Und dafür aber dann nehme ich zwei, drei Vorspeisen, die ein bisschen moderner sind und so. Ich glaube, da haben wir sehr einen guten Weg gehabt und wir haben es extrem gut. Also meine Mami schafft immer noch mit. Sie macht immer noch ums Haus herum. Der Papi ist immer noch da, wenn ich, er macht vor allem das Auswärts-Catering. Wenn wir zu Gästen heimgehen, dann müssen wir das Schäfchen nicht zumachen, oder? Das ist so ficke Mühle haben wir noch momentan. Dass immer ein Kuchler vor Ort ist, das ist natürlich super. Wenn ich irgendwie mal in ein grosses Bankett habe, kann ich ihm sagen, du, hast Lust, mir Sonntag oder Montag, wenn wir frei sind, machst du mir irgendwie 25 Kilo Kalbsbäckli schmoren, und sagt, ja, wohl mache ich, habe ich Lust. Oder wenn man sagt, nein, ich habe keine Lust, oder bin auf dem Velo, oder, ja, das ist mega cool. Also, wir haben es sehr gut untereinander. Ja. Super, sehr schön. Jetzt gibt es ja einen Doc-Film, einen kulinarischen Entre les Bras, von der Wachablösung vom Vater Bras zum Sohn Bras. Das würde mich jetzt interessieren, nimmt ein Koch eigentlich auch Inspiration aus Doc-Filmen von anderen Köchen oder aus Serien, die über Köche gezeigt werden? Schauen die das überhaupt oder ist das gar kein Thema? Sehr, also praktisch nicht. Also ich schaue praktisch keine Serie. Also so wie Netflix und so habe ich noch gar nie etwas geschaut. Sonst habe ich, wenn ich mal lustig finde, aber das ist wie mir selber auch mitgemacht, dann ist Kitchen Impossible oder so. Das ist noch etwas Wichtiges, weil ich einfach auch die Köche persönlich auch kenne. Das ist die berühmte Carte Tatin, oder? Genau. Ja, genau. Sepp, ab und zu, aber sonst eigentlich nichts. Also, okay. Dann hoffe ich, dass dann vielleicht das Festival dich inspiriert, um den einen oder anderen Film dann auch zu schauen, weil das sind immer sehr spannende menschliche Geschichten auch dahinter, wenn wir dich jetzt auch ein bisschen besser kennengelernt haben. Wir freuen uns auf dich am Dienstag, 22. September, bei uns begrüßen zu dürfen. Wie gesagt, unter www.genussfilm.ch gibt es noch einige wenige Tickets, aber der Name Kochler zieht und wir sind fast ausverkauft dort. Wir freuen uns auf dich und hoffentlich auch auf deinen Vater, wo ich sehr Freude hätte, wenn er auf der Bühne, wenn ich ihn auf der Bühne könnte begrüßen. Schau, das ist ein Dank. Alles Gute und bis in rund zwei Wochen. Danke. Genau, perfekt. Ciao, merci, bye bye. Ciao.